ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run Map und zwar 200 Level Parkour Run Map. Es soll wieder Season Pass für den Battle Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, ob es sich rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Die Map soll auf jeden Fall einfach sein. Das werden wir uns anschauen. Wir werden anschauen, ob es Secrets gibt oder nicht. Wir werden uns anschauen, ob die Map farbenfroh ist oder einheitlich, ob es eine Themenmap ist oder nicht. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich etwas erkältet bin. Aber es wird Winter, es wird kalt und ja, ihr kennt das sicherlich. So, New Parkour Mecker, irgendwas, ja. Ansonsten Lobby. Ja, gut. Warum steht die Figur hier nur rum? Gut, was ist denn das hier? Red Forest Blue Street Chaos. Okay, nein, sowas spielen wir nicht. Das spielen wir auch nicht. Das ist die Map. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Denn, yo. Map Creator war wer? Lovgi. Ist das ein russischer Name? Lovgi? Bestimmt. Wir haben ja schon von Yuri, der auch Russe ist, Maps gespielt. Okay, es gibt pro Checkpoint XP, das ist nice. Wir haben von Yuri Maps gespielt, der ist ja auch bekanntlich Russe und der macht richtig geile Maps. Also, ja, die kann ich tatsächlich nur weiterempfehlen. Ansonsten, ja, bis jetzt tatsächlich recht chillig und einfach die Map. Es stand da, Klettern aktiviert, nice, Sprinten ist ja auch aktiviert, haben wir schon gesehen. Also, ja, bis jetzt tatsächlich, die ersten paar Level sind recht einfach und chillig. Das war mir gefühlt als krass, da eine Deckenfalle ist. Entschuldigung. Ja, jetzt kriegt man es mit, dass der Ike erkältet ist. Und schon wieder, ich denke, fein sind mein... Entschuldigung. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, das Mikro zu muten. Ne? Deckenfallen sind tatsächlich mein Kryptonit. Ja, mit denen werde ich nie warm werden. Und will ich ehrlich gesagt auch nicht warm werden, weil, nee. Die Deckenfallen muss ich tatsächlich nicht haben. Aber bis jetzt, die Sprünge sind recht chillig, einfach sliden, ne? Okay. XP-technisch gesehen von der Menge her, ja, das passt vollkommen. Also, die Anzahl der XP, die man hier bekommt, reicht vollkommen aus. Das war mir klar. Ja. Aktuell kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Farbenfroh, naja, rot-gelb. Es könnte ein bisschen bunter sein. Man könnte hier vielleicht auch dazu schreiben, der wievielte Checkpoint das ist. Wäre auf jeden Fall nice. Nein, ich habe den Checkpoint ausgelassen. Ich weiß ja nicht, ob man noch für gewisse Checkpoints XP kriegt. Aber ich sehe gerade oben rechts, wir sind bei Checkpoint 27, jetzt bei 28. Farbe wechselt. Okay. Also scheint es ja doch farbenfroh zu sein.
Na, dann habe ich mal nichts dazu gesagt bis jetzt. Aber wenn das dauerhaft so bleibt, dass es immer nur zwei Farben sind, dann ist es langweilig. Wenn ich jetzt... Was ist denn das? Wow. Hä? Hä? Das war doch jetzt so falsch. Hier. Wenn das jetzt dauerhaft so bleibt, dass es vielleicht nach 30, 40 Leveln immer nur auf zwei neue Farben wechselt, ist es lame. Da könnte man tatsächlich mehr machen draus. Ja, ansonsten einfach ist die Map auf jeden Fall, habe ich ja jetzt schon mehrfach betont. Da unten waren Fallen, das habe ich gesehen, die haben aber nicht ausgelöst. Warum auch immer. Es gibt hier auch Sprint-Level, die sind mal richtig geil. Mal kurz konzentrieren. So. Bin ich eigentlich schon gestorben auf der Map? Ich weiß das gar nicht. Das Grün, was ich hier habe, also muss ich ehrlich sagen, ist nicht mein Fall. Das ist gefühlt irgendwie das Leiern im Kopf. Also ich sage ja gerne mal, das verursacht Augenkrebs. Und das ist halt wirklich so. Es wird gerade tatsächlich ein bisschen schwummrig davon. Nein. Weil das so, weiß ich nicht, das ist so, das geht sehr auf die Augen. Und die, die mich kennen, wissen, ich bin halt ein Brillenträger und... Da geht sowas halt noch schneller auf den Kopf. Wow, wir haben ausgetrickst. Geil. Ja. Hier geht's tatsächlich jetzt wieder. Weil das nicht mehr so eine ja, ekelhafte Farbe sind, sage ich jetzt mal. Wow. Okay, ich dachte, das geht einfach schneller. Hallo? Ah, oben. Es gibt ja Farben, die wirklich bei Menschen aufs Gemüt schlagen, die einen auch aggressiv machen. Und bei mir ist es so, wenn es die ganze Zeit so eine ekelhaften, grellen Kopfschmerzfarben sind, dann geht das bei mir auf die Augen, ne? Dadurch, dass ich Brillenträger bin. Und ja, ich denke, auf Kopfschmerzen hat keiner Lust, der eine Fortnite-Map spielt. Man spielt eine Map und hat auf einmal erstmal instant Kopfschmerzen. Das ist halt... nicht gut, da müssten sich einige Map-Creator tatsächlich auch mal was einfallen lassen, ne? Aber ansonsten, es war nicht lange. Also es hat jetzt gegen Ende dieser hässlichen Farben angefangen, dass mir da ein bisschen schwummrig wurde, aber jetzt ist es ja zum Glück wieder vorbei. Hä? Wie? Okay, das muss mir jetzt mal einer erklären. Wie mache ich diesen, wie meister ich diesen Sprung, bitteschön? Das geht doch gar nicht. Der hört doch immer unterwegs auf. Ich komme hier gar nicht so hoch. Hier, hä? Und oben ist auch nichts, wo ich gegenbautzen könnte. Nö. Ah, muss ich vielleicht mit Sprinten drauf springen? Ja, ich hab's gemeistert. Yay. Was war denn das? Wow. Wow, das war ein laggy Sprung.
Okay, wir tricksen ein bisschen. Kann man hier auch? Yo, kann man auch. Oh ne, hier kommt schon wieder dieses hässliche Grün, was für Augenkrebs sorgt. Oh ne, das mag ich halt überhaupt nicht. Okay, das wird jetzt einfach nur geraten, ne? Tot. Das mit dem Sprint war jetzt tatsächlich einfach nur geraten von meiner Seite her. Hier tricks mal ganz kurz. So. Hört das Grün bitte wieder auf. Bitte. Ich weiß gar nicht, wie viel XP haben wir denn bis jetzt verdient. Gab es schon mal die Anzeige, dass ich hier 2000 XP gekriegt habe? Ich achte da tatsächlich gerade gar nicht drauf. Aber ich sage es nur so, bei 31.000 EP. Was war das? Ach, 31.000 EP. 200 Level soll sie haben. 300, 3000, 6000 ungefähr. Naja, ich weiß ja nicht. Bonus XP habe ich auch noch nicht drauf geachtet, ob es da überhaupt welche gibt. Ja. Mal gucken, ob es am Ende Bonus XP gibt oder nicht. Oh, come on. War mir arschklar. So. Ha! Ausgetrickst. Okay, hier muss ich tatsächlich tricksen. Sowas mag ich überhaupt nicht, wenn das so über geht. Das mag ich so überhaupt nicht. So, mal ganz kurz getrickst. Und hier. Nice, nice. Keine Falle. Hallo? Keine Falle, schön. Papa, was war das denn? So, wir sind bei Level 119. Ja, hier kann man halt überall so gut tricks, indem man einmal unten lang rennt bei den Fallen. Weil die immer nur eine Mauer, ein Block, ich sag jetzt mal Block, tief sind. Kann man da tatsächlich ein bisschen tricksen, ne? Und immer schön unten bei den Fallen lang rennen. Und sich dann einfach hochziehen. Da, hier ist eine Falle versteckt. Also für alle, die die Map spielen, Vorsicht, Falle. So, und so, nochmal schön gemacht. Tot. Wow. Das muss man mir doch sagen. Hä? Ich stand nicht mal, ich stehe immer da, wo sie nicht auslöst. Halt so. Und hier machen wir es so. Und hier machen wir es so. Und hier so. Mensch. Meine Fräse. Jetzt nervt auch noch meine Ex-Frau.
Oh! Hui! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da noch eine Mini-Plattform ist. Alter! Sorry, aber ich sag's auch gerne in anderen Videos. Ich muss das Handy halt anlassen wegen den Kindern, falls was ist. Und da kann auch schon immer dieses eine Ding-Dang-Dong-Geräusch kommen. Das ist dann einfach so. Jeder, der Kinder hat, wird das verstehen. Die, die keine Kinder haben, verstehen es natürlich nicht. Aber das ist dann euer Pech. Warum? Ich drehe. Stopp mal, das muss ich jetzt testen. Ich drehe mich hier zur Seite. Wieso akzeptiert er das hier nicht? Haben die das gefixt? Ich hoffe ja mal nicht. So, da ist es dort. Nice, nice. ...151 Level haben wir schon hinter uns. Keine Ahnung, was das gerade war. Warum ich da so komisch hochgeglitscht bin. Schaff ich! Ich hab's geschafft. Natürlich rennen wir hier oben lang. So. Tot. Gut. Dann tricksen wir hier natürlich ein bisschen. Könnt ihr mir gerne nachmachen. So. So. Ey, was war denn das? Der ist nicht geklettert. So. Okay, das ist wieder ein Doppelsprung. Also sprinten! So. Und hier machen wir es auch gleich nochmal. Da haben wir das auch erledigt. Scheiße, das sollte nicht so sein. Aber das ist wieder halt Trick 0815 hier. Wenn man es überlebt. Indem man diesen hier macht. Aha. Danke für den Hinweis. Hier ist eine Plattform, das sieht man. Uiu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 
Hä? Nein! Oh, wir sind am Ende der Map und ich sterbe tatsächlich noch einmal. Warum? Ich habe einen Checkpoint ausgelassen? Ernsthaft? 199. LOL! Ich habe. Bitte 25.000 EP nochmal? Hallo? Hören die XP jetzt auf? LOL! Okay. Was kann ich zur Map sagen? Sie ist chillig, sie ist einfach. Für Anfänger vielleicht noch nicht ganz geeignet, aber für die, die schon die ein oder andere Map gespielt haben, für die, die schnell XP verdienen wollen, könnt ihr die Map gerne spielen. Mapcode in der Videobeschreibung. Ansonsten versteckte XP gibt es hier leider nicht. Farbenfroh ist die Map, auch wenn hier einige Kopfschmerzfarben tatsächlich dabei sind. Ansonsten, ich kann die Map nur weiterempfehlen von den XP her. Vor allem die End-XP sind mal wieder barbarmäßig. Und ja, wenn euch die Map gefallen hat oder das Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, dance until I drop. My love is a party, my home is the club.